Jetzt auf. So, genau. Ich gehe kurz rein und komme in 30 Sekunden wieder raus und dann geht's los. Ein Ego-Bomber. Der ganzen Stadt was anzutun. Was es genau ist, keine Ahnung, die Wissenschaftler sagen irgendwas mit alternative Realität oder sowas, ist egal, irgendwas ganz Schlimmes. Deswegen haben wir unseren besten Agenten reingeschickt, den X42, aber mit dem haben wir den Kontakt verloren. Ja, deswegen habe ich dann nach den Besten der Besten, was Bombenentschärfung angeht, angefragt. Und dann wurden wir umgeschickt. Also schätze ich mal, dass ihr den Besten der Besten sein müsst. Ja. Nochmal kurz so Basics der Bombenentschärfung. Ihr wisst das natürlich alle, aber nur zum es wieder mal auffreshen. Die Bombe wird einen Zündmechanismus haben mit verschiedenen Drähten drin. Ein Draht davon wird den Countdown stoppen und die Bombe entschärfen. Wahrscheinlich. Die anderen Drähte, das wissen wir ganz sicher, die werden die Bombe zum Explodieren bringen. Also seid euch ganz sicher, welchen der Drähte ihr durchschneidet, bevor ihr das macht. Und das Durchschneiden dürft ihr nur machen mit dem Spezialwerkzeug, das ihr drinnen finden werdet, wahrscheinlich. Weil wir haben dem Agenten ein Kit mitgegeben, so einen Koffer mit dem ganzen Bombenentschärfungswerkzeug drin. Der sollte noch irgendwo drinnen zu finden sein. Ihr dürft nur das Werkzeug verwenden, kein anderes, das ihr irgendwie mitnimmt, weil das ist spezielles Quantenbombenentschärfungswerkzeug. Auch keine Smartphones, keine Handys. Wir wissen nicht, was das mit den ganzen Quanten anrichtet. Da könnte irgendwas passieren. Und natürlich, ganz wichtig, wenn man mit Bomben umgeht, vorsichtig damit umgehen, weil das ist ein ganz, ganz hochtechnologisches Gerät. Das könnte bei jeder kleinen Erschütterung hochgehen. Habt ihr da noch Fragen, Agenten? Na dann, auf in den Bombenraum. Unsere Spione sagen, dass der irgendwo da links sein sollte, wenn ihr durch diese Tür geht. Und viel Glück. Und euer Schicksal hängt an euch. Entdeckt. Wie kommt ihr hier rein? Was soll das? Kommt rein, schnell da, an die Wand mit euch. In die Heizung, jawohl. Oh ja. Gibt es überhaupt nicht einfach reinzuspazieren, während ich an meiner Bombe arbeite? Oh, was mit dem letzten passiert ist. Soll das jetzt euch auch hergehen? So. Lass ihn einfach gehen. Hand her. Hand her. Sehr gut. So. Unbeteiligt da hinten rumstehen, kommt nach vorn. Her mit euch, Hand her. Schnell. Nein, bitte nicht. Auf jeden Fall. So. Ich hab Geld. Wo ist der Nächste? Dann komm. Wir sind dein Geld interessiert. Tante. Das ist schön. Aber ich sterb doch die Scheiße. So eine Hand habe ich noch. So. Schaut euch mal an. Wohl anschauen. Ist noch so gut. Dann habt ihr alten Socken von meiner Mutter heute früh abgeholt. Ich glaube, die machen sich perfekt noch dazu, damit er nichts mehr sieht. Du hast gar kein Gewissen, jetzt wenigstens waschen können. Wer den roten Schatten so hintergeht, der ist definitiv bestraft. Der trinkt gar nichts. Das ist kluger Agent. So. Also hier ist auch noch einer. Hey! Oh, ich sehe nichts. So. Ich sehe gar nichts mehr. Und jetzt hinsetzen! Hinsetzen! Habt ihr nicht gehört, was ich gesagt habe? Oh, ist kein Spiel! Hey! So, Leute, in 20 Minuten geht jetzt meine Bombe hoch. Und die wird ganz Siegen in ein Paralleluniversum reißen. Mein Reich quasi. Aber das werdet ihr schon noch sehen, am eigenen Leib spüren. Ihr könnt Unmensch sein. Eine kleine Chance lasse ich euch noch. Wahnsinniger! Seht ihr die Verstärkung?
Jawohl. Das hat ja wunderbar geklappt. Du kriegst 42. Tja, Schlüssel in der Box vielleicht? Nee, ich hab den schon. Ah, du hast schon einen. Wo war der? Der lag auf dem Boden. Die Bombe hochgeben wird uns auch nicht viel helfen, so schnell kommt ihr ja nicht weg. Oh. Mein Kopf ist von der ganzen Quantenstrahlung ganz schummrig. Ich weiß gar nicht mehr. Oh, nicht genau. Ach, die Bombe, ja, stimmt. Vielen genau. Dank. Hier könnt ihr den auch mal hochreisen, hier den ist 42. Ja, genau, mach mal auf hier. No. Ja. Vielleicht auch nicht. Tja, gefangen. Doch, das ja. Hat das. Aber du musst auch mithelfen, wenn ich dich losmache, ne? Ja, ach verdammt, das ist ein spezielles Agentenschloss. Oh ja, das geht so leider nicht. Ich muss hier das jetzt für mich erledigen, ja. Ich hoffe, ihr seid alle schon eure Ausbildung durch. Ihr könnt Anfänger hier reingeschickt haben. Oh. Alles nicht besser ausmachen, da kommen die Quanten nicht so drauf klar. Hier ist noch ein Schlüssel auch, ne? Ja, aber ich dachte, Rot wäre nicht im Spiel drin oder so. Ja, ich denke den. Roter Punkt. Achso, roter Punkt, also ist hier schon. Hier ist nichts. Ich bin hier mit einem Agentenkoffer hingeschickt worden. Ach, vielleicht ist der noch hier irgendwo. Schwarze Lederausführung, Standard. Modell Typ 384. Hier. Ah! Wir haben deinen Agentenkoffer gefunden. Das kann das sein, ja. Komm. Ganz hilflos mein hier, X42. Oh, ich habe eine. Ja, das ist wahrscheinlich alles, drin, was ihr braucht, ja. Ah ja, warte mal. Bisherige Informationen. Die Torte ist höchst gefährlich, kein gemeinsames Vorgehen angeraten. Bei Fehlschlag der Mission können Kollateralschäden nicht vermieden werden. Abgefangene Nachricht des Schattens bei allen Vorgängen mit James mit kleinen Mengen beginnen. Guck mal hier, Zündmechanismus, Achtung, durchtrennen des falschen Drahts führt zur Explosion, ist ja klar. Quantenkern, Berührung führt zum sofortigen Tod, das ist also auch Mist. Quantenverstärktes Schlosssystem mit speziellen Chips gesichert. Torte ist gegen gewaltsames Öffnen gesichert, muss überbrückt werden. Top Secret. Okay. So, ich habe dann hier noch so eine. Habe ich noch was? Ja, das würde ich allen alles irgendwie helfen. Ich hoffe jedenfalls. Farben. Ach ja, nochmal. Okay. Ne? Sonst? Da noch? So, pass auf, hier, ich habe hier noch eine Agentenzange. Ja? Der rote Draht, ist mir egal. Was? Der rote Draht. Ja, neben Draht. Ja, Draht ist ja auch da. Den kann man ja mal sammeln. Drücken. Okay. Probieren. Das sind wahrscheinlich die Sicherungsschlüpfe an den Seiten. Das sind spezielle Sicherungsschlüpfstifte. Und vorsichtig ziehen. Das heißt, was soll es? Oder hat jemand was dagegen, wenn ich die Spitze ausziehe? Nö, einfach ziehen. Auch schön vorsichtig. Irgendwas ist passiert? Nee. Kann ich das aufmachen? Schwierige, weiß nicht. Nee, vorne im Regal hat ein Schlüssel. Wer? Vorne im Regal hat ein Schlüssel. Ja. Oh. Ah, okay. Stehen
Der Sicherungskasten ist mit zwei Zahlenschlössern gesichert. Die müsst ihr erst überwinden. Sicherungskasten? Oben. Der Kasten oben in der Bombe. So. Ah. Einer der Drähte deaktiviert so, sie. Die anderen fünf? Naja, da wollen wir besser nicht drüber reden. Was ist mit dieser Farbkarte? Ja. Er hat noch so ein Blatt mit Farben, ne? Ja, hast du das? Ja. Achso. Gut, okay. Gibt es das irgendwie? Du kannst hier vier Ziffern eingeben. Ja. Auf dieser Seite. Und dieses Shamlock steht drauf. Da stand doch auch irgendwas mit Shamlock drauf, oder? Da oben aufgefallen, Shem. Bei allen Vorgängen mit Shams mit kleinen Mengen. Mit kleinen beginnen. Mengen beginnen. Null. Null. Ja, weiß. Da kannst du nur Zahlen eingeben, oder? Ja, Zahlen, Sterne, Braute. Also wer das kleinste? Also der weiße Draht, 0. Ich meine, okay. Ich glaube also kaum, dass die direkt hoch geht, die Bombe, oder? Keine Ahnung, wer weiß. 0, darf ich mal kurz? Ja, klar. 0, blau, 5, schwarz, 9, gelb, 1. Und mit kleinen Zahlen beginnen. Okay, von der Nachricht, bei allen Vorgängen mit Chems mit kleinen Mengen beginnen. Mit den Chemikalien zu tun. Kleine Mengen beginnen, aber Mengen, ja. Mengen. Ja, die, vielleicht sind diese Behälter unterschiedlich gefüllt. Ja, hier ist, der ist mit einer 2 geschriftet. Okay, hier war einer. Da ist eine Kiste auch einer. Da ist eine Chemikalie, das ist. Ja, warte. Stell die doch mal nebeneinander für. Ja. Hier oben, oder? Ja. Ah, ich hab noch die 5. Wo steht denn da? Ach, da. Wo stehen Zahlen? Da, 2. Mit kleinen Mengen, ja. Einen Moment, ich suche noch die Zahl. 3, 7, 2, 5. Nee, es blinkt grün hier oben, also scheint ja, richtig. Alles klar. Wie seid ihr? Jetzt müssen wir noch hier dieses Quantumloch machen. Ja, Quantumloch, okay, was steht da? Quantenkernberührung für Quantenverstärkte Schlusssysteme mit speziellen Chips gesichert. Da waren noch so Chipplatinen, vielleicht ist das. Wir sind da. Die sollen wir benutzen, oder? Klo, meinst du? Bitte? Soll ich mal rein? Ist da noch irgendwas Brauchbares? Das ist nicht. Oh, ein Diskettenlaufheck. Ja. Lässt du noch irgendwas vielleicht finden, wo Zahlen drauf sind, oder? Ah, hier. Oh. Das sind zwei Chips, ne? Das ist die Brille. Aber da ist nichts drauf mit einer Zahl, ne? Gut, wir haben ja noch mehr Kisten, ne? Ne, die sind leer. Die sind leer, okay. Die sind leer. Okay. Moment. Ihr müsst euch beeilen, wie viel Zeit habt ihr denn noch? Noch nicht viel. Oh. 7 Minuten noch. Hier ist nichts drin. Was ist das denn? Eine Schraube? Was haben wir denn für ein? Könnt ihr eine Konterquantenbombe bauen, aber nur wenn ihr den Konterquantenkurs letztes Semester an der Gentner-Akademie besucht habt. Ja, verdammt, leider. Habt ihr geschwänzt, ne? War ich so. Thank you.
dir aber schon gesagt, dass das zu kurz wird. Ich hab auf den jetzt nochmal früh gesprungen, glaube ich, oder? Okay, das klingt gut. Die Becher hier haben keine Bedeutung mehr. Eis drin. Eis. Ah, Moment, hier, ich sehe was. Okay. Quantum-Lock-System, so, ja. Denke ich auch. Okay. Welches Blau? Das war dieses Blau, dieses... Das war halt dann violett, ne? Ist das nicht dasselbe? Das untere, oder? Mhm. Echt? Ja. Okay. Ja, die ja doch. Also eine 8, ne? Ne, Moment, da steht doch Minus. Achso, ist ein Minus-Punch. Ja. Oder? Gleich. Ist das vielleicht gar nicht so kompliziert? Ja, dann erzähl. Ja, einfach nur, dass die... Farbangabe, die Zahl ist? Nein, ja, Moment, man muss ja zwei Drähte weg. Es sind ja zwei, das ist rot und... Der geht einmal rot und... Rot. Zu rot. Und dieser geht... Das wäre die... Das ist dieser... Geht zu blau. Das wäre dann also die 8. Rot und blau zusammen ergäbe 8. Das hier... Ja, jetzt oh. Das ist einmal hier rot und der zweigt hier rein. Also auch nach rot. Das ist rot. Das rot ist die 3. Weil da sind wir 8, 3. Hier kommen auf jeden Fall die 3 bei. Dann gelb. Ist die 1. Ja. Also hätten wir 8, 3, 4. 8, 3, 4. Genau. Und das hier ist auch nur eine einzelne. 8, 3, 4 und grün. Ist 8. 8, 3, 4. 3, 4, 8. Los geht's. Okay, wir folgen jetzt. Das war 8, 3, 4, 3, hattest du eigentlich. 8, 3, 4, 8. Nein, er ist gestorben wegen der Nee, wir sind vor uns erlaufen. Okay, das war's nicht. Vielleicht war es doch Minus. Probieren wir es nochmal. Hätten wir 2. Ja. 2, 3. Ich hoffe, ich verrechne. 2, 3 und. Du musst die Farben kombinieren. Ja. Inwiefern kombinieren? Nein. Farben kombiniert. So, warte mal, blau und... Was ist das? Was waren die ersten zwei Farben? Blau und... Rot und blau. Rot lila, und ne? Blau gibt eigentlich lila. Lila haben wir aber nicht. Oder? Ist das doch. Nicht lila? Nein, das ist das schwarz. Sonst wäre lila 5. 5. 5 ist ja... rot, also 5 und 3. 5, 3 und zuletzt grün. 8. 5, 3, 8 und das hier war rot. Das war gelb. Rot und gelb ist orange. Das ist orange. 2. Also 5, 3, 8, 2. 5, 3, 5, 3, 2, 8. Und was passiert? Das hatten wir schon. Da oben, das ist irgendwie auch nichts.
Draht fällt mir noch ein, dass wir einen roten Draht gefunden haben im Koffer. Dann nicht was drin. Wir haben ganz viele rote gefunden. Ja, jede Menge rote, aber sonst nichts, gell? Ja, eine andere Idee hätte ich jetzt auch nicht. Ja, aber dann sterben wir jetzt. Das sind das vielleicht die zertrennten roten Drähte von den Vorgängern, die alle gestorben sind? Ja. Aber zeigt er nicht hier, guck mal, der zeigt doch auch. Der blinkt hier auch nur noch grün bei dem roten Draht, das stimmt. Mhm. Ah, probieren wir mal. Wir sollten den roten Bild schneiden. Ja. Wo ist denn der Seitenschneider? Der ist auch schön vorsichtig, den roten. Ach, wie viel Zeit habt ihr denn noch? Nicht mehr so viel. Dann beeilt euch besser. Oh ja, ja. Ja, viel Erfolg. Ich geh mal da in die andere Ecke. Geh mal in Deckung. 3, 2, 1 und. Ja, Moment. Genau, tust. Aber vorsichtig, denk dran. Und? Oh. Boah, Sieg ist gerettet! Gott sei Dank! Gut, dann war's gut gemacht! Los, unterrichtet General Trencher schnell über euren Erfolg! Sag ihm, wir sollen ein Befreiungskommando schicken! Ich hab keine Lust mehr hier rumzuhängen! Die ganzen Kräfte machen meinen Kopf total matschig! Genau, wir brauchen ein. Ach ja, das Schloss! Macht's gut! Ja, viel Erfolg. Ich habe eine große Karriere vor euch. Ja. Danke. Fast ohne Tipps. So, ja. Das ist ja total viel Zeug, was in die Irre führt. Das ist geil. Ich bin nochmal Siegerin. Ja, gute Arbeit. Das war knapp. Ja, gute Arbeit und für die besonderen. Verdienste und die Rettung Siegen. Bekommt ihr natürlich die Anerkennung, die höchste Auszeichnung, die die Agency vergeben kann, den goldenen GameStorm-Würfel. Ja, hier kriegst du einen. Es gibt keine höhere Auszeichnung. Dürfen wir dir in der Öffentlichkeit zeigen überhaupt? Die sollt ihr sogar zeigen. Tragt sie mit Stolz und zeigt der Welt, dass ihr Siegen und wahrscheinlich sogar die ganze Welt vor dem roten Schatten besiegt hat, geschützt hat. Er wird sie ja wieder zuschlagen und wir werden uns von euch melden, wenn es wieder Missionen gibt. Aber erstmal ist Siegen sicher. Ja, danke Agenten. Ich muss jetzt kurz nach dem X42 schauen. Was meinen Sie?